Man hat gewusst, dass dieses Spiel ganz schwer wird, angesichts der personellen Situation beim SV Spielberg und angesichts der Stärke der Balinger. Trotzdem denke ich mal, dass man sehr unzufrieden sein kann heute. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir eigentlich trotzdem mehr erhofft. Natürlich haben wir im Moment personell eine ganz schwierige Situation. Aber die ersten elf, die dann auf dem Platz gestanden waren, sind Spieler, die teilweise Regionalliga-Erfahrung, langjährige Oberliga-Erfahrung haben. Und wenn man dann dem Gegner so unterlegen ist und so chancenlos ist wie wir heute, dann ist das schon sehr frustrierend. Was muss man denn tun, um das Schiff wieder auf Kurs zu bringen? Wie gesagt, sehr schwierig, weil wir einfach auch eine schwierige Trainingssituation haben. Es haben heute jetzt 7 Spieler gefehlt, darunter Leistungsträger, die im Moment vielleicht nicht zu ersetzen sind. Trotzdem will ich der Mannschaft kein Alibi geben. Wir waren in allen Belangen unterlegen. Körpersprache, Einsatz, Laufbereitschaft, Laufvermögen. Wir haben alles vermissen lassen, was man braucht, um in der Oberliga konkurrenzfähig zu sein. Und jetzt muss man halt schauen, ob vielleicht der eine oder andere Verletzte zurückkommt, ob man ein bisschen was verändern kann. Aber die nächsten Wochen werden schwer werden. Wie düster oder optimistisch kann man die Verletztenlage beim SV Spielberg bewerten? Ja, mehr als problematisch, weil es natürlich keine kurzfristigen Dinge sind, sondern Bandscheibenvorfälle, Knochenödeme, Kreuzbandriss, das sind alles Dinge, die länger dauern. Wir gehen schweren Wochen entgegen und da müssen wir schauen, was wir verändern können. Nächste Woche werden wahrscheinlich, denke ich, vielleicht ein oder zwei Spieler mehr zur Verfügung stehen. Mehr ist nicht drin im Moment. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir einfach nicht wieder ganz in den Abstiegskampf abrutschen. Nach der Leistung heute wird es schwierig. Ja. Schließen wir mit etwas Positivem ab. Sie haben ja vor kurzem Ihren Vertrag beim SV Spielberg verlängert. Können Sie da mehr über die Hintergründe sagen, was Sie dazu bewogen hat, länger zu bleiben und so weiter? Ja, erstmal, weil ich mit meinen Verantwortlichen, speziell mit Ben Stadler, denke ich, sehr konstruktiv zusammenarbeite und ich eigentlich auch die Mannschaft, so wie sie im Moment sich darstellt, natürlich nicht heute nach dem Spiel, aber weil ich gern mit der Mannschaft zusammenarbeite und jetzt muss man halt schauen, inwiefern man dann im Hinblick aufs nächste Jahr Veränderungen vornimmt, um einfach stabiler zu werden. Im Moment ist das Ganze noch immer ein labiles Gebilde. Priorität hat jetzt einfach den Klassenerhalt zu erreichen. Und dann muss man schauen, dass man einfach die Trainingssituation verändert. Und dann denke ich, dann kann man da eine Truppe zusammenstellen, die dann in der Oberliga eine gute Rolle spielt. Herr Hogan, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Danke auch.